Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen zweiten Durchlauf unseres Webinars Qualitätskultur entwickeln und umsetzen. Sie sehen schon im Bild unsere heutigen drei Experten, Professor Thomas Röhm in München, Markus Pralle in Aachen und Dino Cardiano auch in München. Ich bin Benedikt Sommerhoff, fungiere heute als Moderator aus Frankfurt heraus, aus der DGQ heraus. Herr Sommerhoff, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte und ich wünsche allen Teilnehmern ein ganz, ganz herzliches Hallo an diesem Donnerstagnachmittag. Um keine Zeit zu verlieren, steigen wir am besten sofort ein. Thema von Herrn Sommerhoff angekündigt, Qualitätskultur und Qualitätsbewusstsein, gerade in diesen heutigen Zeiten. Ein Synonym, Quality Made in Germany. Ein Synonym für Zukunftsfähigkeit von Unternehmen gerade im Heute. Ich schaffe jetzt Ihnen erstmal einen kurzen Kontext, damit Sie die Dinge besser einordnen können und starte mal. Vielleicht kennt der eine oder andere Sie mit der DuPont-Bradley-Kurve. Initial aus dem Bereich Arbeitssicherheit stammend, in einer Weiterentwicklung zeigt es aber letztendlich auf, wie die Ausprägung der Unternehmenskultur mit der Fehlerrate, initial mit der Unfallhäufigkeitsrate, heute mit der Fehlerrate zusammenhängt, zeigt also letztendlich den Reifegrad einer Unternehmenskultur und damit die Zukunftsfähigkeit einer Unternehmenskultur. Interessant hier, dass erst ab der dritten Kategorie, die ersten beiden Kategorien sind sehr von Starrheit geprägt, sehr von Kontrollmechanismen geprägt, dass erst ab der dritten Kategorie ein Unternehmen wirklich wandlungsfähig ist, dass die Unternehmenskultur Qualität und Produktivität in den Vordergrund rückt, ein weiterentwickeltes Mitarbeiter-Mindset und ein wesentlich höher ausgeprägtes Qualitätsgedankengut vorherrscht. Schön, wenn man diese Kurve hat. Frage ist nur, woher weiß ich denn, in welcher dieser Kategorien stehe ich eigentlich? Woher weiß ich, wie die Qualitätsgedanken sind, wie das Mindset ist, wie Haltungen, Einstellungen beziehungsweise auch Glaubenssätze, die im Unternehmen vorherrschen? Letztendlich muss ich doch wissen, wie das kollektive Mindset hinsichtlich Qualitätsbewusstsein, hinsichtlich Qualitätskultur tickt, damit ich daraus abgeleitet dann auch wirkliche Maßnahmen, die wirksam sind, zur Weiterentwicklung einleiten kann. Das Tragische ist, und das wissen wir aus zahlreichen Projekten, die meisten Projekte starten mit der Maßnahme selber, mit den Initiativen, mit den Programmen, genannt Change Management Programm, ohne ein detailliertes Wissen über die Herausforderungen, über die Potenziale, also letztendlich über die zentralen Hebelpunkte zu haben. Und deswegen scheitern auch im Schnitt 80% aller Change-Programme, weil das Warum und das Was nicht geklärt ist. Wenn Sie nicht wissen, warum Sie es verändern und was Sie verändern sollten, müssen Sie sich über das Wie eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Das Wie ist das Change-Programm. Bedeutet, dass Sie dort ein tiefes Wissen aufbauen müssen über die vorherrschenden Mindsets, die es zu Qualitätsbewusstsein in Ihrem Unternehmen gibt, um dann gezielt Maßnahmen ableiten zu können, die unterstützen und den gewünschten Wandel dann eben antreiben. Und da möchten wir mit Ihnen heute drüber sprechen. Wir, das sind Thomas Röhm, schon vorgestellt von Herrn Sommerhoff, Markus Pralle und meine Person. Und wir sind von der Marketing and Innovation Group. Und als Geschäfts- und Organisationsentwickler begleiten wir Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft, ins Wachstum und in die Weiterentwicklung. Wenn wir über Qualität reden, kennen Sie das vielleicht auch. Wenn Sie mit Kollegen, mit Ihren Führungskräften, mit Mitarbeitern reden, was ist eigentlich oder was sind eigentlich die wesentlichen Treiber für Qualitätsbewusstsein? Und wir haben hier mal die Ergebnisse einer Umfrage, die wir bei einem Kunden durchgeführt haben, mitgebracht. Und man sieht hier, dass es zahlreiche Hebel gibt, dass es zahlreiche Stellschrauben gibt, die man angehen muss. Wenn man eine vergisst, wird man ein hohes Qualitätsbewusstsein nicht erreichen. Wir werden dieses Ziel nicht erreichen. Und wenn wir uns nur mal die Top 4 anschauen, ob das Kundenorientierung, das Qualitäts- und eigenverantwortliche Handeln ist, Fehlerkultur, dann sehen wir hier schon,
dass wir kulturelle Faktoren haben, die eine zentrale Bedeutung haben. Wenn wir also Qualität als Erfolgsfaktor sehen, wir Qualitätsbewusstsein kultivieren und eine Qualitätskultur etablieren möchten, ist es dann nicht wünschenswert, dass wir in einem ersten Schritt einen ganz klaren Auftrag haben, eine Aufgabenstellung, eine Definition, das Qualitätsbewusstsein in den Mittelpunkt stellt, der eine ganz klare Zielführung vorgibt. Und wir haben ihn heute als Praxis-Case, einen unserer Kunden-Cases, einen Technikkonzert mitgebracht. Und hier ist diese Anforderung, hier ist dieser Auftrag beziehungsweise diese Herausforderung, insgesamt die Qualität unseres Leistungsspektrums zu erhöhen, haben wir eine Qualitätsinitiative gestartet. Wir suchen nun einen Weg, wie wir das Qualitätsbewusstsein konzernweit bei jedem einzelnen Mitarbeiter steigern können. Die Ergebniszielführung, also die Antwort, durch die Erkenntnisse über Haltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zum Thema Qualität, können Sie Maßnahmen einleiten, die das Qualitätsbewusstsein der gesamten Organisation auf ein neues Level hebt. Also am Anfang eines solchen Prozesses gilt es ganz klar auszudifferenzieren, wo wollen wir überhaupt hin. Qualität ist jetzt bei diesem Unternehmen ein zentrales Element in der strategischen Ausrichtung dieses Unternehmens. Ja, wir sind super in der Produktqualität, in der Prozessqualität, in der Projektmanagementqualität und auch in unserer Dienstleistungsqualität. Also heißt für uns, wir wollen ein neues Level erklingen, Qualitätsbewusstsein zu einer Exzellenzstufe aufbauen und damit soll das gesamte qualitätsorientierte Denken und Handeln geprägt werden. Mit dieser Voraussetzung ist es sicherlich wünschenswert für Sie, auch einen klar definierten Prozess zu haben, der Transparenz über die Kultur schafft, Handlungsfelder für den Kulturwandel identifiziert und Qualitätskultur umsetzbar, lebbar, erlebbar auch macht. In der ersten Stufe, das stellen wir Ihnen nachher noch genauer vor, über eine besondere Form Interviews, aus denen sich eine Diagnose in der zweiten Stufe in eine Analyse überführt wird. Und dann haben wir Themenschwerpunkte, Handlungsfelder, unternehmensindividuell, die wir dann auch bearbeiten können, um eben Qualitätskultur, Qualitätsbewusstsein zu fördern. Auf Grundlage dieser können wir dann Qualifizierung in der Mitarbeiterschaft vornehmen, Konzeption entwickeln für die dritte Stufe, für die Zukunft, Maßnahmen und Handlungen, die dazu führen, Qualitätskultur umsetzbar und erlebbar zu machen und natürlich auch ein Veränderungsmonitoring beinhalten. Schauen wir uns jetzt mal von hinten kommend die erste Stufe an. Was sind die Ergebnisse, die man mit einem solchen Prozess hinbekommt? Die Ergebnisse bei der Etablierung von Qualitätsbewusstsein. Und hier nehme ich nur mal beispielhaft, Sie bekommen ja die Folien, Sie können sich die Zitate da nochmal anschauen. Das zweite Zitat raus, dadurch, dass unsere Mitarbeiter nun wirklich verstehen, welche Probleme der Kunde mit unseren Produkten und Dienstleistungen lösen möchte, werden auch interne Probleme nun aus Kundensicht mit und vor allem vorausgedacht. Wie kommt man zu solchen Ergebnissen? Was sind das für Maßnahmen, Instrumente, die man dort einsetzen kann? Auf welche soll man denn letztendlich setzen? Zahlreiche Anbieter bieten noch mehr Tools an, aber letztendlich bleibt es doch ein wenig unklar, ob man aufs richtige Pferd sitzt. Die Gefahr, dass die Maßnahme wirkungslos ist, und damit bin ich wieder bei dem vorherigen Thema, dass wie man startet sofort mit dem Change Management Programm, dass die Maßnahme wirkungslos bleibt, ist halt entsprechend groß. Heißt, ich brauche Wissen, wie denn auch im Rahmen einer Initiativenbildung meine Mitarbeiter mit integriert werden. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was uns passieren kann, wenn wir eben Qualitätsbewusstsein aufbauen, das eben durch Mitgestaltung, Identifikation, Interaktion und Partizipation erfolgt. Wenn die Mitarbeiter originär an der Ausgestaltung der Initiativen mitarbeiten, so dass es dann nochmal hochgradig individualisierter ist. Denn
Genauso viele unterschiedliche Lerntypen, die es gibt, genauso viele unterschiedliche oder vielfältige Qualifizierungsprogramme in Form und Inhalt gibt es. Das haben wir Ihnen jetzt hier mal mitgebracht, ein paar zur Auswahl, ob das die Customer Journey, Experience Days oder Working Out Loud ist. Wichtig ist bei den Initiativen Ausgestaltung und bei dem Leben dieser Initiativen, beim Transfer und der Aufrechterhaltung des Erlernten in den Arbeitsalltag, dass dort insbesondere die Führungskräfte auch gefragt sind. Schauen wir uns das mal an. Wir haben auf Grundlage einer Analytik ein Handlungsfeld identifiziert, das hochgradig wichtig ist für diesen Kunden, um dort eben Qualitätsbewusstsein zu entwickeln. Es ist sehr, sehr individualisiert für ihn. Und dieses Handlungsfeld ist jetzt Dienstleistung für den Kunden als Dienstleister für unsere Kunden zum Erfolg. Und wir haben dort eben mit den Mitarbeiterteams, mit den Projektteams, dieses Handlungsfeld ausdifferenziert. Wir haben es mit Zielen hinterlegt und wir haben es mit Leitsätzen hinterlegt. Leitsätze, die als Leitplanken für das tägliche Denken und Handeln unter Qualitätsaspekten dient. Das ist jetzt sehr theoretisch, sehr schön, wenn man es mal aufgeschrieben hat. Aber wie mache ich das denn dann auch wirklich erlebbar? Und in diesem Falle, Dienstleistung für den Kunden, haben wir uns für eine Initiative der Customer Journey entschieden. Und die Customer Journey kennen vielleicht der eine oder andere als Werkzeug aus der Produktentwicklung, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb. Aber wir können die Customer Journey eben genauso gezielt einsetzen, wenn es um das Qualitätserlebnis eines Kunden oder eines Prospects geht, auf ihrem Weg zum Unternehmen, durch oder in ihrem Unternehmen und auch was danach passiert. Es ist von zentraler Bedeutung, die Brille des Kunden aufzusetzen und sein Qualitätsverständnis und sein Qualitätserlebnis zu erfahren und nicht das, was wir unter Qualität definieren. Zentral für die Mitarbeiter, die das gemacht haben, die Workshops, die da gelaufen sind, und bedeutsam vor allen Dingen, was dann für Lösungsansätze dort, wo es dann eben hakt, dann auch entstanden sind. Auf einmal eine ganz neue Dimension. Da sind wir noch auf der Ergebnisebene, aber wie kommen wir da letztendlich hin? Die zweite Stufe als Voraussetzung, um eben Qualitätskultur umzusetzen und zu leben. Auch hier sicherlich wünschenswert für Sie, überhaupt mal diese Handlungsfelder zu identifizieren, zu kennen. Was gibt es denn da alles, was wir bearbeiten müssen, um Qualitätsbewusstsein im Unternehmen auf ein neues Level zu gehen. Und wir haben Ihnen hier mal bei dem Kunden, bei dem Case, die Qualitätskultur Canvas mal mitgebracht. Und hier sehen Sie, dass Qualität dort sehr weit gedacht wird, angefangen von der Zukunftsausrichtung über die Organisation, über die Führung bis hin in die Qualität der Umsetzung. Dann oben rechts sehen Sie eingerahmt Dienstleistungen für den Kunden, das Handlungsfeld, was wir ausdifferenziert uns gerade angeschaut haben, mit einer Initiative Customer Journey. Und somit haben wir mal die Übersicht der Handlungsfelder da. Aber viel wichtiger ist ja auch nochmal zu wissen, wie sehen eigentlich die Beziehungen der Handlungsfelder untereinander aus? Was sind die Wirkbeziehungen? Und in einem nächsten Schritt heißt es natürlich, dass wir jedes Handlungsfeld, dass wir das Wissen dahinter benötigen. Wie sieht es eigentlich aus? Auch das haben wir Ihnen mal hier mitgebracht für Dienstleistung für den Kunden. Und Sie sehen hier hochgradig unternehmensspezifische Ausprägungen, sehr, sehr operativ oder operationalisierbar, sehr, sehr konkret, sodass wir dort wirkliche Ansatzpunkte auch bekommen, mit denen man arbeiten kann, wo wir konkrete Ansatzpunkte für das Operative, genauso wie aber auch für Programme oder Initiativen, wie eben gerade mit der Customer Journey dargestellt, daraus entnehmen können. Das Interessante dabei, das sind alles Originalnennungen. Nennungen zu Stärken, Kompetenzen und Verhalten, Nennungen zu Schwächen, Inkompetenzen und Fehlverhalten, die im Unternehmen wahrgenommen werden, Nennungen, die aus dem Unternehmen aber selber kommen, herausgefiltert und verdichtet durch eine bestimmte Analytik,
Und diese basiert eben auf einer besonderen Form der Erhebung. Und damit sind wir eben bei dieser ersten Stufe, Transparenz schaffen. Und da übergebe ich an meinen Kollegen Markus, der Ihnen dazu einiges erläutern wird. Ja, danke, Dino. Jetzt haben wir die Rolle rückwärts fast bis zum Anfang geschafft, ne? Von dem grünen Leben über das Identifizieren bis hin wirklich die Transparenz generieren, die Basis schaffen. In welchen Bereichen sollten wir denn besser werden? Und ich finde das jetzt sehr, sehr spannend, wenn wir uns nochmal reinversetzen, dass es am Schluss Leitplanken gibt in den Handlungsfeldern mit ausformulierten Sätzen, dass diese Wortfetzen zum Teil wir gleich schon als Originalnennung von Interviews von Mitarbeitern sehen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wenn du eine Folie gerade weitergehst, Dino, dann sehen wir nämlich, dass auch diese Phase natürlich Zwischenpunkte und Zwischenprozessglieder besitzt. Am Ende wissen wir unten rechts dargestellt, welche Handlungsfelder dieses spezifische Unternehmen stärken möchte. Eben war das halt Dienstleistung für den Kunden zum Beispiel. Und das ist halt noch ein längerer Prozess, um zu identifizieren, was sind denn wirklich die Bereiche, die auch kollektiv von der Organisation, von den Mitarbeitern hierarchieübergreifend wirklich gestützt werden. Und ich will jetzt gar nicht die Zwischenstufen irgendwie alle nochmal erwähnen. Das kann man sich, wenn man mag, nochmal nachlesen. Aber ich möchte ganz an den Anfang gehen. Und da sehen Sie Repertory Grid Interviews. Das heißt, man spricht mit Menschen, man spricht mit repräsentativen Stichproben von Mitarbeitern innerhalb der Organisation. 5 bis 10% ist da so die typische Empfehlung, die man dort abbilden sollte. Kann allerdings auch sich verändern, je nachdem, wie viele verschiedene kulturelle Zellen man dort begegnet oder untersuchen möchte. Und dieses Repertory Grid Verfahren möchte ich Ihnen jetzt gleich auch praktisch noch vorstellen. Aber bevor wir da hinkommen, gibt es eine kurze Erläuterungsfolie. Dino, bitte die nächste. Genau. Also dieses Interview hat natürlich den Hintergrund, dass man, wenn man es von einem Menschen wissen möchte, wie es in ihm vorgeht, dann sollte man ihn fragen. Wir wollen ihn nicht in den Kernspintomographen stecken und irgendwie durchleuchten und fragen, denkt man an Qualität und gucken, welche Synapsen dann plötzlich zünden und ob es da irgendwie die gleichen Hirnregionen bei den Mitarbeitern sind. Nein. Das heißt, wir müssen ihn fragen. Und diese Repertory Grid Technik dient nun zur Erhebung auch intuitiver, also auch unbewusster Einschätzungen bezüglich eines Sachverhalts. Und das ist halt recht spannend. Das heißt, wenn ich einen frage, ist das natürlich erstmal eine kognitive Wahrnehmung. Und man möchte jetzt intuitive Einschätzungen wirklich herauslocken. Und das mache ich eben, wie gesagt, nicht nur mit einer Person, sondern durch eine repräsentative, große, multiple Stichprobenerhebung, die dann mit fundierter statistischer Auswertung kombiniert wird, kann man wirklich Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Wünsche, Sorgen, Motivation und so weiter identifizieren und bewerten. Das Spannende ist, ich selbst bin ja Six Sigma Master Black Belt, habe mich mit dieser statistischen Methode schon seit 10, 11 Jahren jetzt beschäftigt und bin immer noch begeistert, dass man also so multivariate Analysen, das ist diese sogenannte Hauptkomponentenanalyse, Principal Component Analysis auf Englisch, wirklich für solche Sachen nutzen kann und nicht nur, um irgendwie aus einer Bitmap-Datei in eine JPEG-Datei zu reduzieren. Okay, das Schwierige ist natürlich, dass der Interviewte, also sozusagen der Berater, muss nun mit der Antwort des Interviewees klarkommen. Das ist bei so einer klassischen Umfrage natürlich viel einfacher. Da stellt man zum Beispiel vor, auf einer Skala von nicht vorhanden bis groß vorhanden, wie stellst du dir aktuell oder wie nimmst du die Wahrnehmung bezüglich Fehlerhandhabung in deinem Unternehmen fest? Und dann schiebt er irgendwo diesen Regler in dieser Skala. Aber vielleicht interessiert diesen Mitarbeiter das Thema Fehlerbewusstsein, Fehlerkultur gar nicht und verbindet das gar nicht mit Qualitätskultur. Und deshalb ist es wichtig, tatsächlich die Leute, salopp gesagt, frei Schnauze reden zu lassen, aber dennoch irgendwie eine statistische Auswertelogik dazu hinterlegen. So, und das wollen wir Ihnen vorstellen. Und da haben Thomas und ich, ne, Thomas, du darfst dich auch jetzt gerne scharf schalten, etwas vorbereitet. Herr Sommerhoff, Sie dürfen gerne nochmal versuchen, mir den Ball rüberzuwerfen, dass ich meinen Bildschirm bzw. meinen Browser freigebe. Weil wir gucken jetzt tatsächlich direkt in den Browser rein, live sozusagen in das Herz des Systems. Bevor wir zum Herz kommen, kommen wir noch ein bisschen über die Niere und haben hier diese kleine Interview-Simulation vorbereitet. Ich schaue nochmal auf die Voransicht, das scheint diesmal zu klappen. Okay, natürlich fragt man jetzt diesen Probanden im Interview nicht ganz frei, was verbindest du mit Qualität, sondern man hat im Vorfeld einen gewissen Rahmen abgesteckt. Und diesen Rahmen, wo man glaubt, wo es wertvoll ist, Assoziationen zu wecken, den versucht man mit sogenannten Triggerelementen zu wecken. Die Triggerelemente sind eigentlich nur dafür da,
Assoziation zu wecken. Und da kann dann jeder dennoch natürlich seine eigene Ausprägung in dieser Assoziation haben. Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir sagen, Qualität und Team Spirit ist uns wichtig, dann gibt es zum Beispiel ein Element, das nennt sich Kletterseilschaft Eiger Nordwand. Oder wenn wir sagen, Qualität und Präzision ist uns sehr wichtig, dann gibt es das Element Operationssaal der Herzchirurgie. Oder wir sagen, wir wollen den anderen Pol auch mal beleuchten, also Unqualität, Unkultur, dann gibt es vielleicht den Ramschladen mit Chaos und Egalhaltung. Dann möchte man vielleicht die Perspektive Qualität und Dynamik oder Qualität und Agilität provozieren und assoziieren. Dann nennt man dieses Element erfolgreiches Startup-Unternehmen. Oder wenn man sagt Qualität und digitale Dienstleistung, dann soll man an einen Online-Tycoon denken, der uns täglich vielleicht die Post zustellt, mit einem A anfängt. Okay, also das sind so verschiedene Triggerelemente, die wohl definiert sein müssen, sind übrigens mehr als diese fünffarbigen jetzt hier. Wir reden da in der Regel von so 12, 14, 16 Triggerelementen. Ich habe zwei hinzugefügt, mit denen wir jetzt gleich nochmal in die Simulation reingehen wollen. Das wäre eine Bahn oder ein Hersteller, Automobilhersteller der Premiumklasse. Wie diese einzelnen Triggerelemente zusammenstehen, interessiert uns eigentlich gar nicht. Das heißt, diese Triggerelemente sind lediglich zur Weckung der Assoziation oder zur Findung von intuitiven Antworten hilfreich. Was uns interessiert, finden wir hier unten. Uns interessiert zum Beispiel, wie die kollektive Wahrnehmung der befragten Mitarbeiter bezüglich dem Qualitätsbewusstsein gestern war, typischerweise 5 Jahre vor dem heutigen Zeitpunkt. Wie ist denn die Qualitätswahrnehmung heute? Hat die sich verändert zum gestern? Wie wäre so das Wunschbild? Was wäre das ideale Bild der Qualitätskultur? Was wäre wohl das Worst Case, was wir überhaupt nicht wollen? Und dann häufig noch interessant, wie sieht denn der Kunde uns wohl? Was glauben wir, wie der Kunde uns wahrnimmt? Und das sind jetzt hier relativ typische, spezifische, unternehmensbiografische Elemente. Und jetzt, Thomas, kommst du ins Spiel und wir haben das ja schon mal durchgespielt. Das heißt, wir sind jetzt nicht ganz in dem realen Interview-Case, weil normalerweise würden wir jetzt locker in diesem gesamt zweistündigen Interview, 90 bis 120 Minuten dauert typischerweise so ein Interview, würden wir noch mehr erklären, mehr erläutern über dieses Verfahren. Also man würde jetzt den Interviewer nicht ganz so ins kalte Wasser werfen wie den Thomas jetzt hier. Aber wir haben es ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Also Thomas, du als unser Versuchskaninchen in dieser Runde kriegst jetzt die erste Interviewfrage gestellt. Und die erste Frage lautet, welche beiden Elemente sind sich im Hinblick auf Qualität eher ähnlich und unterscheiden sich vom dritten? Und jetzt kann man tatsächlich auch randomisieren. Man könnte jetzt würfeln, welche Elemente hier jetzt zur Auswahl stehen. Aber das haben wir jetzt hier schon mal vorbereitet. Thomas, Bahn, ja. Bier ideal oder die Premium? Mein Unternehmen wäre sozusagen hinsichtlich Qualität näher an der Bahn als an der Premium-Klasse. Okay. So würden wir das sehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Leite Konstrukte ab. Also das war jetzt die erste Frage. Da bist du auf diesen Vergleich gegangen. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn das Gemeinsame an den beiden Elementen der Bahn und wir? Was ist das Gemeinsame an den beiden ähnlichen Elementen? Was würdest du da sagen? Das ist so, dass die Qualitätsansprüche der Mitarbeiter in der Produktion unterschiedlich sind. Okay, unterschiedliche Q-Ansprüche der Mitarbeiter in der Produktion. Und dann käme jetzt die zweite Frage. Natürlich würde man im realen Feld sicherlich etwas länger drüber grübeln, aber wir haben das ja schon mal so ein bisschen vorgedacht. Was ist das Gegenteil von diesem Konstrukt 1? Was würde dir dazu einfallen? Unterschiedliche Q-Ansprüche der Mitarbeiter in der Produktion. Das wären eben gleichmäßig hohe Ansprüche. Okay, gleichmäßig hohe Q-Ansprüche. Lassen wir es einfach mal so kurz stehen, aber man kann hoffentlich nachvollziehen, dass vielleicht ein anderer Kollege, DGQ-Kollege hier aus unserer Runde zu einem völlig anderen Bild kommen würde, welche Elemente sich ähnlich sind und was es daraus für Konstrukte geben könnte. Genau, also das sind die Thomas, du hier einloggst an der Stelle. Ich fahre diese Konstrukte jetzt hier hoch. Und jetzt kommen wir natürlich schon in so eine gewisse Bewertung, weil wir haben ja angedeutet, dass wir da irgendwie Statistik mitmachen wollen. Aber der Unterschied zu einer klassischen Umfrage ist jetzt, dass diese Pole, die hier aufgespannt werden, von dir, Thomas, von dem Interviewee kommen. Und jetzt kommen hier diese ganzen Elemente wieder mit rein, die der Interviewee jetzt bewerten darf. Also Thomas, fangen wir mit dir an und
du darfst die Premium-Klasse hier irgendwo in diesem Spannungsfeld verorten. Also wo würdest du die Premium-Klasse, den Automobilhersteller einer Premium-Klasse platzieren? Da, wo hier schon fast war, am vorletzten gestrichelten, genau. Okay. Nicht ganz rechts. Naja, gut, da gab es auch so ein paar Skandälchen in der letzten Zeit. Genau. Setzt man immer auf diese Linie. Wo würdest du die Bahn platzieren? Ja, also vielleicht auf dem drittletzten oder ja etwa. Okay. Gut, das ist halt deine Wahrnehmung. Im Prinzip interessiert uns die Bahn gar nicht so, sondern die war hauptsächlich dafür da, dass man solche Konstruktideen generiert. Jetzt gehen wir mal hin, wir ideal. Du in deinem Unternehmen, was wäre für aus deiner Sicht das ideale Bild bezüglich Qualität? Wäre das hier weit links oder wäre das hier weit rechts? Wo würdest du das platzieren? Wäre so auf der Höhe etwa von der Premium-Klasse. Okay. Ganz hohe, gleichmäßige Kurensprüche möchtest du nicht? Naja, auf dem Level eben, wie ich denke, das ist realistisch für mein Unternehmen, das zu erreichen. Natürlich könnte es noch mehr sein, aber man muss ja realistisch bleiben. Gut, das ist gut. Jetzt kommt die Kassette. Vielleicht kennt das der ein oder andere hier aus der Runde. Wo würdest du euch gestern sehen? Also denk an so einen Horizont vor etwa 5 Jahren zurück. Wo also wart da waren ihr wir da? Wach und waren hatten extreme Unterschiede deswegen auf dem ersten gestrichelten Balken. Okay, setzt was hier. Gehen wir mal zu dem wir heute. Also wo siehst du dich heute, in diesem Moment, heute am 30. September? Mit deinem Unternehmen? Sagen, wir haben doch einiges schon erreicht in den letzten Jahren, sind eher so ein bisschen so der Bahn, im Verhältnis zur Bahn etwas voraus, würde ich sagen. Also wir haben durchaus einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht. Okay, gut, ihr habt was gemacht, seid aber noch nicht da, wo ihr ganz gerne sein würdet. Jetzt, was glaubst du, wie nimmt euch der Kunde wahr, wenn wir den Kunden fragen, was hat denn euer Unternehmen in diesem Spannungsfeld für ein Voting? Was glaubst du, sieht der Kunde, dass ihr noch eher in dem Bereich seid oder nimmt ihr euch etwas positiver wahr in diesem Bild? Ich glaube, der nimmt das ein bisschen positiver wahr. Die Außenwirkung aus meiner Sicht ist da ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen besser als das, wie es tatsächlich ist. Soll ich so platzieren? Ja, genau. Okay. Was wäre aus deiner Sicht jetzt der Worst Case? Also wenn du sagst, nee, das lehne ich vollständig ab als Qualitätsanspruch. Wärest du dann hier ganz weit links? Das ist gestern eigentlich ja wieder also der schwächste Wert hier auf der Skala. Okay. Gut. Danke, Thomas. Das heißt, hier hast du jetzt quasi deine Stimme abgegeben in einer ersten Runde. Und wir machen typischerweise in diesen 90 beziehungsweise 120 Minuten Interviewzeit 8, 10, manchmal 12, manchmal was weniger Runden. Das heißt, jeder Interviewee zahlt nicht nur 2 Konstrukte ein, sondern quasi 10 Pärchen, also 20 oder sogar noch mehr, ne? Also das ist so tatsächlich dieses Einzahlen der subjektiven Wahrnehmung des Mitarbeiters, der mit jedem Regler sozusagen einen statistischen Footprint hinterlässt. Das heißt, wir sehen jetzt, dass wir ideal hoch verbunden ist mit gleichmäßig hoher Q-Ansprüche. Und wir sehen aber auch, dass das wir gestern eher im Bereich unterschiedliche Q-Ansprüche der Mitarbeiter in der Produktion platziert ist. Und da kann man sich vorstellen, was noch für andere Ideen alles entstehen. Genau. Das ist jetzt die erste eine Runde. Und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, was passieren kann, wenn wir mehr als 50 Mitarbeiter fragen und die halt auch in ihren 8 bis 10 Runden richtig viele Konstrukte einspielen, wie denn dann so eine statistische Auswertung aussehen kann. Wir sind schon bereits hier. So, das heißt, wir haben jetzt so eine statistische Verortung, ideale Q-Kultur. Wir morgen sind ein ganz klein wenig andere Elemente, als die wir gerade haben. Aber was auffällt, ist, dass diese ausgeprägte Unkultur und die ideale Q-Kultur hier in diesem Diagramm, nenne ich es in diesem Moment mal, diametral gegenübersteht. Wir sehen auch, dass das wir gestern, wir heute, ich zoome da mal so ein ganz klein wenig rein, ziemlich nah aneinander steht. Das heißt, etwas anders als in dem Fall bei dir, Thomas, fühlte sich dieses Unternehmen in den letzten 5 Jahren quasi gar nicht verändert. Also da ist vielleicht nicht wirklich was passiert. Und wir sehen noch was, weil das Ganze ist nachher sogar eine dreidimensionale Geschichte. Ich fahre hier mal so ein bisschen rum. Das ist halt das Prinzip der Hauptkomponentenanalyse. Wir reduzieren die Anzahl der Dimensionen, die von den Elementen definiert wird, auf 3 Dimensionen runter und nehmen da die Hauptaffinitäten rein. Wir sehen auch in dem oberen Bereich das starre Unternehmen und im unteren Bereich
das erfolgreiche Startup-Unternehmen. Das heißt, wir haben auch so eine Interpretation der Achse der Dynamik. Also oben eher konservativ, unten eher progressiv, rechts positiv, links negativ. Genau, wir können dann auch so Abstände sogar bestimmen. Wir können uns angucken, wie er heute bis hin zum wir morgen sehen. Wir haben noch einiges zu gehen, um dahin zu kommen. Da komme ich gleich nochmal kurz zum Thema KPI. Das könnte so eine Art Bewusstseins-KPI sein, die man tatsächlich hier mit sich abbilden kann. So, jetzt haben wir aber hier noch nicht diese Nennungen, diese Originaltexte drin, ne? Dieses unterschiedliche Qualitätsansprüche der Mitarbeiter der Produktion. Die kriegen wir jetzt über die Konstrukte. Wir sehen, wir haben hier 568 Stück drin. Ich zeige mal nicht alle hier. Ich gehe mal, sonst wird das eh zu wild. Ich gehe mal hier auf 386. Und dann sehen wir hier so eine Zwei-Klassengesellschaft der Konstrukte, also der Originaltitel, der Originalnennungen der Mitarbeiter. Und wir sehen, die schmiegen sich jetzt irgendwie an. Wir haben hier so einige Nennungen im Bereich der ausgeprägten Unkultur. Komm, ich fahre da einfach mal rein. Was sagen denn die Leute zur ausgeprägten Unkultur? Da sagen die diffuse Geschäftsbeziehung, kein Teamverhalten, mangelnder Anspruch an sich selbst, keine Befriedigung von Kundenwünschen, unzureichende Verantwortlichkeiten, sich mit wenig zufrieden geben, unpersönlich und so weiter. Das sind alles, um es nochmal klarzustellen, Originalkonstrukte aus diesen Interviews, die dann in den, wo dann die Qualitätsunkultur in die Nähe dieses Konstruktes geschoben worden ist. Interessanter sind natürlich jetzt die Dinge, die hier rechts irgendwo stehen. Ich fahre mal in die ideale Kultur rein. Da haben wir erfreulicherweise ziemlich viel. Den Leuten ist da wohl viel eingefallen. Also Maßnahmen zur Fehlerwiederholung einleiten, Streben nach guter Produktqualität, hohes Qualitätsbewusstsein, hoher Qualitätsanspruch, Liebe zur Präzision, Qualitätsvorausplanung, die Probleme vermeidet. Und dann bin ich jetzt gerade ein wenig verrutscht. So, ständiges Weiterentwicklungsbedürfnis, offenes Miteinander. Und was interessant ist, wenn wir uns jetzt nochmal kurz zurückbesinnen auf diese Hauptkoordinaten, dann haben wir gesagt, oben sind eher die konservativen Werte, unten eher die dynamischen Nennungen. Das sind halt teilweise Verhaltensmuster, Eigenschaften, Funktionen, die hier genannt werden. Wenn wir jetzt in die ideale Kuhkultur etwas oberhalb mal reinschauen, weil ich versuche da mal reinzuzielen, dann finden wir hier auch ein wenig mehr die statischen, konservativen Qualitätsmerkmale, planvolles Vorgehen, Verlässlichkeit zu Qualität und Termin, klare Führungsstruktur, hohes technisches Verständnis, Erfolg, was haben wir hier noch, hohe Qualifikation, Prozesse und Strukturen, Qualität des Markenimages. Wenn wir ein bisschen runter gucken in die südliche Hemisphäre, sage ich jetzt mal, dieses Qualitätsglobus, wo das erfolgreiche Startup-Unternehmen ist, aber trotzdem noch in der Nähe zur idealen Kuhkultur steht, dann sehen wir hier Sachen wie selbstmotiviert Dinge anpacken und verändern, aus Fehlern lernen, gemeinsame Erfolge, teamorientiert, flache Organisationsstruktur, intensive Kundenbetreuung, was haben wir hier noch, helfen ohne Eigennutz, einfache direkte Kommunikation. Also hier kommen dann plötzlich Qualitätsideen auf, die man positiv bewertet, die aber ein Stück weit wohl über das erfolgreiche Startup-Unternehmen hochgepoppt sind. Wenn wir jetzt gucken wollen, was steht denn bitteschön im Kern der idealen Qualitätskultur, dann können wir uns einen sogenannten Korridor hier abbilden und würden jetzt sehen, das sind die, die quasi in der Speerspitze der idealen Qualitätskultur stehen. Was wir hier so sehen, kann man jetzt vielleicht gar nicht so im Detail lesen, aber das ist sozusagen das, was wir dann im Nachgang in diese nächsten Stufen der Ausdifferenzierung der Handlungsfelder mit rübernehmen. So, genau. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, ich blende das gerade nochmal aus, ist das denn jetzt hier alles so kollektiv getragen, was hier steht? Also ist das jetzt das ideale Kuhkultur wirklich ein Bild von vielen oder haben sich da irgendwie ein paar Leute nur reingefunden? Und das kann man sich jetzt hier auch darstellen. Upsala, pardon, Entschuldigung, dass ich ein bisschen hin und her springe. Das hakt hier so ein bisschen in diesem Websystem. Ich klicke auf ideale Kuhkultur, bin da schon drauf und schaue mir mal an, wie die einzelnen Leute das bewertet haben. Und jetzt sehen Sie hier sehr, sehr schön dran, dass dieses der Mittelwert quasi von, wie viel waren es, 54 Einzelmeinungen ist. Und wir sehen sehr schön, dass es ein paar Nennungen gibt, die würden sich wünschen, die ideale Kuhkultur wäre eher so wie ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen. Andere sind dann doch ein bisschen konservativer und sagen, nö, ganz so weit muss es vielleicht nicht gehen. Und das ist der Mittelwert. Das ist sehr, sehr interessant, wie homogen ist eigentlich die Einschätzung
der Interviewees bezüglich dieses Elements. Natürlich sehr interessant, sowas im Vorfeld überhaupt mal mit der oberen Leitung zu machen, der oberen Geschäftsleitung, weil dann zu erkennen, haben die eigentlich in dieser Ebene ein schlüssiges Bild von der Qualitätsvision der Zukunft. Jetzt wird es nochmal ganz fies, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. Ich gehe jetzt mal nicht auf die ideale Kuhkultur, sondern wir morgen. Also das ist das, was die Leute glauben, was jetzt mit Bemühungen in 5 Jahren vielleicht erreicht werden kann. Und da haben wir hier ein sehr, sehr interessantes Bild. Das heißt, hier sehen wir einige positiv sehende, also Optimisten an der Stelle, die sagen, jawohl, das wird schon ziemlich gut, wir kommen da relativ weit hin. Und wir haben hier links einen Kollegen sitzen und hier oben, die haben wahrscheinlich schon so ein bisschen innerlich gekündigt, so nach dem Motto, nee, das wird nichts, das wird womöglich noch schlimmer. Oder der hier oben, der stellt so ein, naja komm, die letzten 5 Jahre ist nichts passiert, dann wird sich auch nicht noch was weiteres ändern. Natürlich ganz wichtig, alles anonym hier, sowas wird nicht dargestellt. Wir haben allerdings die Möglichkeit, über Gruppen, das kann ich jetzt aus Anonymitätsgründen nicht zeigen, über Gruppen uns noch Sachen anzuschauen, wo wir sagen, okay, wir haben auch 10 Leute dabei aus der Entwicklung, aus der Produktion, vom Standort Hamburg, vom Standort München, vom Standort Aachen. Gibt es da eigentlich unterschiedliche Vorstellungen, wo man hin möchte? Weil der Standort Hamburg ist erst jüngst dazugekauft worden, während wir seit 80 Jahren in München sitzen. Haben die vielleicht andere Ideen des idealen Bildes? Sowas kann man dann auch im Prinzip erkennen. Sieht ähnlich aus wie das, was wir gerade über die Experten gesehen haben. Hat natürlich dann nur weniger Punkte. So, das ist das. Genau, dann wollte ich noch zeigen, dass es hier nicht nur diese 2 Hemisphären gibt. Weil wenn wir ein bisschen genauer hingucken, können wir das noch präziser ausdifferenzieren. Ich könnte zum Beispiel mal 12 Cluster generieren. Und dann haben wir nicht nur Rot-Grün, dann haben wir ein paar neue Farben, die mich jedes Mal wieder selbst überraschen. Die kann ich selbst nicht vorhersehen. Aber wir haben dann hier im Prinzip in diesem oberen lilanen Bereich als semantische Überschrift planvolles Vorgehen. Das passt sehr gut, positiv konnotiert, aber passt auch ein bisschen in diesen etwas konservativen nördlichen Bereich. Hier unten in dem südlichen Bereich, sage ich jetzt mal, haben wir unkompliziertes Vorgehen, was positiv bewertet ist. Gut, Kundenorientierung natürlich ganz klar. Hier unten wird es noch dann schnelle Anpassungen an individuelle Kundenanforderungen. Das muss wohl ein agiles Unternehmen mitbringen. Hier unten links ganz interessant, nur gewinngetrieben, negatives Image Chaos. Also hier die Überspitzung der Dynamik ganz unten ist dann Chaos in dem Bereich, der allerdings negativ bewertet wird. Die negative Seite von Konservativismus ist mangelnde Flexibilität, was wir hier in diesen Clustern drin haben. Und deshalb können wir sehr, sehr gut erkennen, was zum Beispiel das Unternehmen heute umtreibt. Das steht hier oben drin. Da sehen wir zum Beispiel Technokraten, aufwendig komplexe Abläufe. Wir haben auch drin stehen separiertes funktionales Denken, vorgegebene Strukturen und Prozesse, feststehende Organisationen. Das sind Dinge, die Mitarbeiter im Heute und Gestern quasi als Konstrukte in der Nähe stehen. So, guck auf die Uhr. Jawohl, ich glaube, ein paar Sekunden habe ich noch. Letzter Satz, wir haben von KPI gesprochen, von Kennzahlen, von Bewertung. Wir haben uns eben schon diese Abstände der Koordinaten aus der Hauptkomponentenanalyse angeschaut. Und das können wir sogar noch ein bisschen schöner machen. Wir können uns zum Beispiel diese roten Punkte, die eben um das Wir ideal oder Wir morgen schweben, angucken. Und das ist total spannend. Wir haben eben gesehen, dass es so eine Wolke um das ideale Kuhkultur gab. Und es gab eine Wolke um das Wir morgen, die war viel weiter, da sind so ein paar Ausreißer drin gewesen. Und das Tolle ist bei diesem Case, dass die ideale Kuhkultur eine relativ geringe Streuung besitzt im Vergleich zur Wahrnehmung Wir gestern oder auch Wir heute. Da gibt es eine viel größere Streuung. Stellen Sie sich vor, die ideale Kuhkultur hätte eine Riesenstreuung. Und dann wissen wir, wow, wir haben jetzt Leute befragt, aber das ist so divergent, das Ganze. Da können wir noch gar nicht wirklich präzise eigene Überschriften daraus ableiten. Das ist dann jetzt das Thema der KPI. Also die maximale Distanz liegt zwischen ausgeprägter Kuh-Unkultur und der idealen Kuh-Kultur. Wurde jetzt von uns auch bewusst so provoziert, damit wir also eine klare Perlenkette haben, worauf wir die anderen Wahrnehmungen quasi blenden können. Man sieht, in der Nähe zur Unkultur ist der Rammschladen, kein Wunder. Das Stachunternehmen kommt auch nicht so ganz so gut weg. Und dann haben wir irgendwann hier den Übergang in die eher positive Wahrnehmung. Wie aus Kundensicht, wie aus Lieferantensicht. Das heißt, hier kommen wir jetzt in den Bereich, mit dem wir quasi arbeiten können. Aber wir sind immer noch im Heute mit 67% weg von der Unkultur. Das heißt, auf der anderen Seite noch 33% entfernt von dem Idealen. Wir glauben, dass wir aufschließen können bis auf 92,8%, wenn wir uns bemühen, in den nächsten 5 Jahren dorthin zu kommen.
Und dann machen wir mal in 5 Jahren wieder so eine Bewertung, gucken, ob wir dann diese 92,8% tatsächlich haben oder ob wir irgendwo zwischen 67 und 92 hängen geblieben sind. Genau, das ist das, was ich zu diesem Case, zu diesem Tool, zu dieser Erhebung sagen wollte. Vielleicht noch einmal kurz zusammenfassend. Wir können tatsächlich aus diesem Bild diese Originalnennungen nehmen, können die clustern, haben da eine semantische kleine künstliche Intelligenz dran liegen, die uns bei der Findung der Überschriften hilft und können solche Originalnennungen, die die Mitarbeiter im Interview gesagt haben, überführen in die nächsten Schritte. Und dann ist es oft so, dass in diesen Leitsätzen tatsächlich Originaltöne, Originalsätze, Originalnennungen von Mitarbeitern drin sind, was natürlich dadurch eine ganz hohe Identifikation der Mitarbeiter zu diesem Programm führt. Und eben nicht wie aufgesetzt wirkt, da haben sich Berater was ausgedacht, da hat sich die Führungsriege was ausgedacht, sondern das ist von uns für uns. Okay, Herr Sommerhoff, können Sie gerade nochmal die Präsentation meines Bildschirms beenden? Sehr gut. Und dann, Dino, bist du quasi wieder mit der einen Folie und ich übergebe dann einfach vielleicht an dieser Folie wie eben auch schon an den Thomas. Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade gesehen, welche Arten von Erkenntnissen man durch das Repetitive-Grid-Verfahren gewinnen kann. Wir haben hier einfach ein paar Zitate aus der Arbeit mit Unternehmen hier zusammengefasst, die wir dann als Resultat sozusagen als Feedback bekommen haben. Ich möchte hier nur eins zitieren, vielleicht das erste hier oben von einem Leiter HR im Bereich Pharma, der gesagt hat, nun wissen wir endlich, welche Einstellung unsere Mitarbeiter zum Thema Qualität haben und vor allem, was sie sich für die Zukunft wünschen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die eben damit gewonnen werden kann. Wenn wir das Thema, den Ansatz, den wir Cultural Transformation Evaluation nennen, nochmal zusammenfassen. Wir haben ja bisher praktisch sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt. Das heißt, wir sind von Ergebnis zum Anfang gegangen. Jetzt hier nochmal in der Zusammenfassung einfach nochmal den Prozess, wie man ihn ja auch durchführen würde, besteht eben in diesen drei Schritten. Zum ersten Mal die Transparenz über die Qualitätskultur schaffen, eben mithilfe des Repertory Grid-Verfahrens. Dabei macht man eben Merkmale im Unternehmen bezüglich Qualitätskultur sichtbar. Man kann die Einstellungen, Werte, Verhaltensweisen komplett erfassen und kann aber eben auch die Wirkungsmechanismen zwischen den Merkmalen, also zum Beispiel zwischen einem bestimmten Verhalten und den dahinterstehenden Einstellungen deutlich machen. Man kann auch Treiber, Hemmnisse und Potenziale identifizieren, also was hindert vielleicht Menschen auch bestimmtes Verhalten bezüglich Qualität zu zeigen. Im zweiten Schritt kann man dann eben Handlungsfelder für den Kulturwandel identifizieren, das heißt man identifiziert Themenschwerpunkte mit einer Auswertung, praktisch eine speziell fürs Unternehmen gestalteten Auswertungsmethodik, führt man dann diese Ergebnisse eben über und identifiziert Themenschwerpunkte. Man kann Kausalbeziehungen analysieren, man kann auch damit eben Handlungsempfehlungen und kann Wissen vermitteln, zum Beispiel eben auch, um dann eben die Qualitätskultur in die gewünschte Richtung weiterzuentwickeln. Dies kann bedeuten, zum Beispiel auch die Führung im Rahmen von Executive Education weiterzubilden. Es kann aber auch genauso bedeuten, dass man vielleicht sagt, wir müssen hier mal dringend die Mitarbeiter im Vertrieb mit denen aus der Forschung und Entwicklung zusammenbringen, damit die einfach gegenseitig ein besseres Verständnis haben. Das sind wichtige Dinge, um eben, weil man da an den wichtigen Punkten ansetzen kann. Am Ende eben natürlich dann die Umsetzung der Qualitätskultur und das Leben der Qualitätskultur. Da geht es natürlich darum, die einzelnen Maßnahmen dann konkret zu definieren, auszuführen. Da könnte dann auch so eine Customer Journey, wie wir sie vorhin ja schon gesehen haben, das ja Dino Cardiano vorgestellt hat, moderne Instrumente eben einsetzen, sehr, sehr gezielt. Und im Zeitablauf dann ein Veränderungsmonitoring aufzubauen, um dann zu schauen, wie stabil sind diese Veränderungen, kommen wir wirklich in diese gewünschten Richtung weiter voran, um dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal mit dem Repertory Grid Verfahren reinzuschauen, wie weit wir tatsächlich gekommen sind. Zusammengefasst, also auch hier nochmal, wenn man sich fragt, welchen Wert schafft CTE, Cultural Transformation Evaluation, eigentlich für die Verbesserung der Qualitätskultur.
in Ihrem Unternehmen, kann man sagen, ist ein großer Wert auf jeden Fall darin, erstmal diese Transparenz über die bestehende Qualitätskultur zu erlangen, vielleicht auch zu sehen, in welchen Bereichen sie eben nicht gleichmäßig zum Beispiel ist, wo sie vielleicht Defizite hat, aber auch eben, wo schon die Chancen bestehen, wo schon das Neue auch sichtbar wird, dann ein besseres Verständnis eben über die Zusammenhänge, sowohl zwischen den bestehenden Strukturen im Unternehmen, Bereichen, Prozessen und Verhaltensweisen der Mitarbeiterschaft und der Identifizierung von zielsicheren Handlungsfeldern und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualitätskultur. Die Betonung auf dem Wort zielsicher, nämlich dass man wirklich dann sehr, sehr gezielt in die Bereiche reingehen kann, die eben Potenzial in dieser Hinsicht haben. Am Ende nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Verbesserung der Kommunikation über Qualität, über verschiedene Unternehmensbereiche weg. Wir wissen alle, dass das Thema Qualität ja sehr stark auch davon lebt am Ende, wenn es diese höchste der Bradley-Stufen erreicht hat, praktisch, dass die Mitarbeiter sich auch über die Qualität eben unterhalten, dass sie das Thema aktiv und selbstständig eben weiter vorantreiben. Dann danke ich den drei Referenten ganz herzlich. Ich hoffe, ich darf das auch im Namen der DGQ-Mitglieder tun. Also ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen einen schönen Abend.